Ja, hallo Borgheide, hallo Welt, hier ist schon wieder BNTV, Borgheide News TV, diesmal allerdings nicht am Sonntag, sondern heute ist Freitag und anlässlich des großen Waldbrandes bei Fichtenwalde haben wir gesagt, machen wir mal eine kleine Sondersendung, gehen wir mal zur Feuerwehr und schauen mal, was unser Ortswehrführer uns dazu sagen kann zu dem Brand. Man erfährt ja überall in den Medien doch mehr oder weniger Informationen, also man bekommt mehr oder weniger Informationen in den Medien. Natürlich sind wir ja alle ein bisschen unruhig, rundherum ist Wald, mittendrin im Ort ist Wald und es ist heiß, es sieht nicht nach Regen aus. Stau hier, da die Autobahn gesperrt ist, wälzt sich hier der ganze Autoverkehr, wie man auch hier sehen kann, durch Borgheide. Es ist schwierig, in den Ort reinzukommen und auch wieder rauszukommen. Aber das ist, glaube ich, nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist wohl doch, dass der Waldbrand wieder gelöscht wird und eigentlich, dass es mal ordentlich regnet. Jedenfalls haben wir hier für euch mal kurz im Gespräch den Sascha Hohenstein, den Ortswehrführer von der Freiwilligen Feuerwehr Borgheide, den wir mal kurz interviewt haben, so zwischen dem Aufräumen an der Feuerwehr und dem zu Bett gehen höchstwahrscheinlich und hinterher noch ein paar Bilder und Videos vom Brand. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Man kann viel lesen, es wird viel Unfug erzählt und natürlich auch viel Wahres. Macht euch selbst ein Bild. Bitte schön. Ja, hallo Borgheide, hallo Welt. Hier bin ich mal bei der Freiwilligen Feuerwehr Borgheide anlässlich des großen, riesengroßen Waldbrandes bei Fichtenwalde und habe hier Sascha, den Ortswehrführer von der Feuerwehr. Sag mal, wann bist du heute Nacht ins Bett gekommen? Ins Bett gekommen bin ich heute Nacht um 3 mit den Kameraden zusammen. Das heißt, du warst ab wann unterwegs? Wir wurden um 14.16 Uhr alarmiert nach Fichtenwalde zum Großbrand und waren ungefähr so kurz nach 12 zu Hause mit Nachbereitung und so haben wir nachts um 1 was gegessen. Ja, weil wir da nichts bekommen haben. Super, aber ich habe gehört, die haben ja alle gespendet. Da war im Fleischloh, haben sie alle Schnitzelchen, Kartoffelsalat und Wasser und was weiß ich alles hingebracht. Aber bei euch ist nichts angekommen. Da sind sie angekommen. Ja, gut. Sag mal, wie viele Feuerwehren waren im Einsatz? Oh, kann ich nicht sagen. Also, wisst du gar nicht, ne? Die ganzen BSE-Einheiten vom Potsdam Mittelmark. Ja. Dann kam die Ablösung von Havelland und jetzt ist wohl LDS da. Also, sind schon wieder raus. Und Hubschrauber war auch da, habe ich gehört. Bei Hubschrauber waren wohl Puma mit 2000 Liter Behälter, sind geflogen. Ja. Und dann hier Einsatz natürlich unter anderem die Ortswehr hier von Borgheide. Wir wollen dich auch gar nicht länger aufhalten, musst sicherlich noch mal irgendwann ins Bett und dich ein bisschen erholen nach dem Abend. Feuer ist jetzt soweit unter Kontrolle? Soweit ich weiß, ist es unter Kontrolle, aber aus wird noch lange dauern. Aus wird noch lange dauern, schätzen ungefähr? Keine Ahnung, also, kann man nicht sagen. Weil die dürfen nicht rein wegen die Munition. Ich gehe davon aus, vielleicht eine Woche oder so. Also kann man nicht genau sagen. Also ungefähr eine Woche kann man damit noch rechnen, dass es so mal richtig heiß wird. Aber ich würde sagen, Leute, brauchen wir nichts darüber zu sagen. Lasst die Kippen im Auto, hört auf im Wald zu rauchen. Feuer hat da überhaupt nichts zu suchen. Grill auslassen und was muss man bei der Hitze noch beachten? Sag mal, Sascha. Ja, die Leute, die halt im Wald trotzdem spazieren gehen sollten, was ja nicht schlimm ist, die sollten aber zumindest ein Handy bei haben, dass sie rechtzeitig so ein Feuer alarmieren, anrufen können, halt die Leitstelle 112, dass wir da schnell wie möglich hinkommen können. Ja, also ihr habt es gehört, bleibt einfach dem Wald fern, wenn es möglich ist und zum überhaupt kein offenes Feuer und dergleichen mehr. Gut, Sascha, wir wollen dich nicht weiter belasten, ihr habt genug zu tun gehabt und habt noch genug zu tun, ich glaube nicht, die Hitzewelle ist ja noch nicht zu Ende. Nee. Vielen Dank, dass du uns hier kurz Antwort gestanden hast. Jo. Ja? Und übrigens, herzlichen Dank an die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die sich hier wirklich so unter Einsatz ihres Lebens. Und nochmal ein Dank an alle Bürger, die hier fleißig trotzdem auch zum Gerätehaus essen und trinken gebracht haben. Dankeschön. Jo, das war's. Und tschüss. Ciao. So, und nun hier noch ein paar Bilder. Hier Aufnahmen mit einer Drohne. Hier kann man natürlich deutlich sehen, wie groß der Brand hier ist. Über den Wäldern eine dicke Rauchfahne. Man kann froh sein, dass es nicht so windig war. Man sieht, der Rauch steigt fast kerzengerade auf. Und hier haben wir mal einen Überblick, wie dicht das Feuer eigentlich an den Ortschaften dran ist, da an Fichtenwalde. Und auch auf der anderen Seite noch einzelne Gebäude zu sehen.
Ja, überall Feuerwehr hier unterwegs, manchmal auch im Stau, wo die dann stehen. Hier sieht man richtig flächig der Wahnsinn, Bodenbrand Wahnsinn. Hier im Wald. Und natürlich auch hier, wie es auf der Autobahn zu sehen war, bevor der Großeinsatz eigentlich gestartet war. Danach war er natürlich auf den Autobahnen erstmal Ruhe und der Verkehr wälzte sich über verschlungene Wege durch die kleinen Ortschaften. Ja, der Brand war schon ziemlich groß gewesen, wie man sieht, bevor die Alarmmeldung bei der Feuerwehr, Polizei eingegangen ist. Und wenn man sieht, wie dicht das an der Autobahn dran ist, kann man fast davon ausgehen, dass ein Kippen die Ursache war. Und auch hier sieht man, wie viele Feuerwehrfahrzeuge letztendlich hier unterwegs waren, die hier in einer riesig langen Schlange hier zur Brandbekämpfung anrücken. Logischerweise kann man das ja nicht ewig aushalten bei der Hitze der Sonne, des Tages und natürlich bei der Hitze des Feuers. Insofern muss natürlich auch immer eine Ablösung da sein. Und ja, das könnt ihr hier mal live miterleben. Vielen Dank natürlich an die Feuerwehr, an Sascha, an unsere Feuerwehr, dass wir an diese Bilder gekommen sind und an diese Videos, so dass ihr mal einen Überblick habt, was dort eigentlich in Kleißow so los war. Weil hier kommt man ja kaum noch durch nach Borkheide rein. So wie ich das gelesen habe, ging das nur noch mit Ausweis. Aber so muss das wohl sein, wenn man solch einen Riesenbrand hier zu verzeichnen hat. Der blanke Wahnsinn. Ja, und hier haben wir noch ein paar einzelne Bilder, die wir hier so mit rangehängt haben. Und damit soll die Berichterstattung von unserer Seite erstmal abgeschlossen sein. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Hoffen wir darauf, dass nicht noch mehr große Waldbrände hier in Borkheide und Umgebung hier in unseren Waldgebieten in Potsdam-Mittelmark passieren. So, das war's. Grill aus, Zigaretten weg und wenn es nicht sein muss, geht nicht in den Wald. Bis zum nächsten Mal, bis Montag. Tschüss.